Asgard. Ich will versuchen, meine Bronze auszusortieren. Ich glaube, da wird gar keiner fliegen. Oder vielleicht ein, zwei. Ich fange auch gleich mal an. Ich hoffe, das sind doch alle. Weil mein Schminktisch hat sich ja zerlegt. Und deswegen hoffe ich, dass ich auch alle, weil es sind ein bisschen wenig. Zumindest kommt es mir wenig vor. Aber ja, ich glaube, dass es passen wird. Zumindest hoffe ich es. Ich glaube, den gebe ich weg. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist von Catrice, ein Bronzer. Ja, ich glaube, den werde ich jetzt nicht entsorgen, sondern natürlich weggeben. Er ist noch komplett unbenutzt und ich finde, der glitzert auch zu stark. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich habe das Gefühl, er glitzert zu stark. Ich habe ihn, wie gesagt, noch nicht ausprobiert, aber ich werde ihn weggeben. Nummer 1. Da bin ich mir noch unsicher. Das ist von Miss Piggy, dieses... Dieses I'm Flawless Tanning Powder. Das kennt ihr sicher. Ich habe das schon ein paar Mal aufgebraucht. Das will ich nicht weggeben, wegen dem Muster. Und ich glaube, ich habe ein paar aussortiert. Also kann man das eigentlich als aussortiert zählen. Weil ich hab urviele von denen angehabt. Ich glaube, 4 oder 5. Oh, da ist noch eins. Ich hatte, glaube ich, 5 oder so. Und habe, glaube ich, sogar die meisten ausgemistet, dass ich nur noch 2 habe. Eigentlich könnte ich mir aber trotzdem von 1 drehen, oder? Ich überlege noch. Den habe ich von der Arbeit geschenkt bekommen. Das ist der Bahama Mama von The Balm. Werde ich natürlich nicht weggeben, weil ich den unbedingt testen will, wie er ist. Weil ja viele davon früher geredet haben. Dann habe ich hier noch die ich jetzt gerade benutze. Zum Beispiel dieses Make-up Factory Contouring Cream Teil, was ich noch in Benutzung habe, gebe ich natürlich nicht weg. Ich habe das halt zweimal. Ich habe das nochmal in komplett unbenutzt. Werde das aber trotzdem nicht weggeben, weil die gibt es nicht mehr. Und ich will nicht... Jetzt ist da was oben. Ach Gott, jetzt bin ich mit dem Finger reintätscht. Ich will die nicht hergeben, weil die gibt es nicht mehr. Und ich mochte das Produkt sehr gerne und ich kann nicht verstehen, warum die das aus dem Sortiment genommen haben. Deswegen werde ich das natürlich nicht hergeben. Ich sage ja, das fängt schlecht. Mit Bronzer fängt es sehr schlecht an. Also was heißt, fängt schlecht an? Es ist immer schlecht mit Bronzer. Dann habe ich hier, das habe ich auch von Make-up Factory, das habe ich mal auf einer Schulung bekommen. So sieht das aus. Ist halt in Puderform von den cremigen, was ihr vorher gesehen habt. Klingt vielleicht blöd, aber das werde ich auch nicht weggeben, weil ich mag das einfach. Klingt vielleicht doof. Den gebe ich auch nicht her, weil der hat sehr nostalgische Gründe. Erstens mal heißt das Honey by Nature und mein Hase hat damals Honey geheißen. Und das ist ein Bronzer von MAC. Deswegen will ich ihn nicht hergeben. Ich habe den, glaube ich, noch nie benutzt. Ich habe den mal bekommen, weil ich ihm, wenn ich bei was mitgemacht habe. Da hat sie schminken müssen, eine von MAC, die, was ich gut kannt habe. Und die hat mich dafür eben genommen und deswegen habe ich dann Sachen bekommen. Da war viel mehr dabei, ein Lipgloss und so. Das ist ein ganz, ganz schöner, heller Bronzer. Deswegen will ich ihn auch nicht weggeben. Schon allein wegen dem Muster nicht. Ich meine, hallo, da ist eine Libelle drauf. Seht ihr das? Art Deco Bronzer mochte ich früher sehr, sehr gerne. Ich finde, ich habe auch gar nicht so viel, oder? Im Gegensatz zu, ich meine, das sind jetzt die drei letzten. Im Gegensatz zu Highlighter, Rouge, Lippenstifte, habe ich vom Bronzer am wenigsten. Deswegen, wenn ich da einen weggebe, ist das vollkommen okay. Der Deckel ist kaputt. Der ist auch relativ hell. Deswegen will ich ihn auch nicht weggeben. Weil ich habe nur dunkle fast. Und wenn ich das jetzt nicht so stark verblenden würde, würde man das halt trotzdem noch sehen. Den will ich auch nicht weggeben. Den habe ich vor kurzem irgendwo gefunden. Und ich war so happy drüber, dass ich noch ein Backup habe davon. Ich habe den früher sehr gern benutzt. Das ist von Miss Lina ein Bronzer gewesen. Gibt es ja leider nicht mehr. Die lassen immer meine Sachen auf, die ich mag. Und dann habe ich noch von Lancôme einen Bronzer. Also so sieht die Verpackung aus. Den habe ich mir mal damals gekauft, wie er reduziert worden ist, weil der auch aus dem Sortiment gegangen ist. So sieht er aus. Den habe ich sogar mal meiner Cousine geschenkt und meiner Freundin geschenkt. Und ich habe meinen noch. Ich glaube, meine Cousine hat ihren schon aufgebraucht und ich habe meinen noch. Wie es bei meiner Freundin ausschaut, das weiß ich nicht. Aber ich finde das so schön, die Rosen da drinnen und dann dieses Muster. Habe ich bis jetzt noch nicht verwendet, aber werde ich bald. Ja, also es ist eigentlich nur eins geflogen
von den Bronzern und das ist der Catrice, weil den werde ich niemals verwenden, glaube ich, wirklich niemals. Deswegen werde ich ihn aussortieren, ich kann ihn euch ja nochmal zeigen. Ja, und ich habe generell viel Bronzer aussortiert. Ich weiß nicht, wenn ihr meine Ausmist-Videos seht, wisst ihr das sicher. Ich habe von Bourjois habe ich den aussortiert. Und von noch irgendeinem. Und eben diese Miss Piggy-Dinger habe ich u-viele weggeben. Wirklich u-viele weggeben. Deswegen, wenn es nur bei dem einen bleibt, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber einen habe ich ja fast leer. Ich hoffe, dass er bald leer wird. Einer ist fast leer. Und ja. Und den einen habe ich schon an Hittepay. Aber ich muss sagen, ich werde bei dem einen bleiben. Da steht nämlich auch Shimmering Bronzing Powder, deswegen will ich den nicht verwenden. Und deswegen kommt er weg. Weil ich weiß, dass ich die Art Deco benutzen würde. Oder ich räume den jetzt mal wieder da rein. Also ich würde auf jeden Fall die Art Deco oder den Lancôme natürlich benutzen. Natürlich meinen Miss Lean. Und auch den MAC mal, vielleicht zum Probieren. Weil der schaut sehr orange aus. Wenn, dann würde ich ihn als Rouge verwenden, weil den würde ich auch niemals weggeben. Natürlich den Bahama Mama, die von sagt man's, Make-up Factory. Und natürlich die beiden. Ich habe die ja anfangs als Bronzer verwendet und weil das dann immer heller geworden ist, habe ich dann aufgehört und habe den Rest als Puder verwendet. Und ja, ich mag das Produkt. Es hat auch sehr gut gerochen, was ich mich erinnern kann. Mhm. Wahnsinnig gut kochen. Ich glaube, ich werde die aber eher als Puder verwenden. Ich habe eh noch so viel Puder zu Hause. Als Bronzer. Ja, da ist jetzt nicht viel geflogen, das gebe ich offen und ehrlich zu. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich finde das jetzt akzeptabel. Mich stört das gar nicht, dass jetzt nicht so viel rausgeflogen ist. Weil Bronzer, habt ihr gesehen, habe ich nicht so viel. Das ist das einzige von allen, wo ich nicht so viel habe. Ich habe zu viele Lidschatten, zu viele Highlighter, zu viele Rouge. Was war noch? Zu viele Highlighter, zu viele Rouge. Von allen eigentlich. Zu viel Duschgel, zu viel Bodylotion. Von allen eigentlich. Aber von Bronzer kann ich stolz sein, dass ich dann nicht so viel habe. Ja, ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu kurz. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr noch einen aussortieren würdet, den ihr da gesehen habt. Weil ich mag alle und ich würde mich ehrlich gesagt von keinen trennen. Weil die meisten sind doch noch unbenutzt, zumindest einmal nur geswatcht. Außer ich glaube, der eine, da wo der Deckel kaputt ist. Der ist ein paar Mal verwendet. Seht ihr das? Und ich mochte die Art Deco immer früher sehr, sehr gern. Ich habe mir da fast aus jeder LE einkauft. Ich hatte damals sogar einen aufgebraucht. Und das sind meine zwei letzten, die ich noch gekauft habe, weil ich immer dachte, okay, du hast eh so viel, kaufst du dir keine mehr. Und es gab aus so vielen Sommer-LEs von Art Deco, die bringen ja jedes Jahr immer so eine Bronzer-Kollektion raus, gab schon so viele, die ich mir deswegen nicht gekauft habe, weil ich so viele habe. Also bei Bronzer, muss ich sagen, bin ich wirklich brav. Da kaufe ich mir keine nach, wenn ich weiß, ich habe viele. Der letzte, den ich eben gekriegt habe, war eben der Bahama Mama. Aber gekauft habe ich mir schon lange keinen mehr. Wirklich schon lange keinen mehr. Gekauft, glaube ich, war als letzter der von Lancôme. Der war, glaube ich, als letzter gekauft, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das Video so findet und dass ich nur eins aussortiert habt, aber... dass ich eins nur aussortiert habe, so, das wisst ihr jetzt richtig. Und ja, ich bin ganz stolz drüber, ich würde auch nichts ändern. Ich mag meine Bronzer so, wie sie sind und ich habe auch zwei jetzt schon, die gut benutzt sind. Und ja, damit ich mir eben keine kaufen muss, bleibe ich bei denen und habe nur einen aussortiert. Schreibt sie mal... Wortkurze. Schreibt sie mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr das okay findet oder ob da noch mehr fliegen hätte können. Dann sehen wir sie im nächsten Video wieder, bevor ich mich dauernd wiederhole. Also bis dann!